Kickerfan-Syndrom mit bei nüchterer Betrachtung pathologisches Symptom. Und er steigt und wird all höher, der Erwartungshorizont. Wie das Kaninchen vor der Schlange, Stadtnation auf Fußballfront. Folglich wird er unserer Mannschaft, wie hier am Fernseher, streng beäugt und natürlich jeder Lapsus gnadenlos verbal verdeutet. Jeder Depp, vor allem Selle, die noch nie einen Fußball gespielt, wisse zwar jetzt als Experte, wie man gescheit ins Tor zieht. Gudi, da würde ich jetzt gerechterweise sagen, ich stecke da drin, weil ich habe doch fußballtechnisch absolute Laien bin. Ich habe meine Kollegen früher immer zum Wahnsinntreiber kennen, wenn ein wichtiges Fußballspiel war. Und die haben davon geschwätzt und so weiter. Und ich bin mit dem Büro gekommen und dann hat jemand gefragt, wer spielt? Ja. Das war die größte. Und dann war ich immer so, wer spielt? Gott, das ist wieder ein erstes Nein. Und dann brauche ich auch jetzt gucken. Und mein Zeitverschwender noch. Denn wie gesagt, ich habe keine Ahnung und verstand da nichts davon. 22 Kerle rennen mit einer Kugel über die Wiese, es ging so heiß zum Volkes Ehre und auch um einen Haufen Kies. Mit der drinnen Tanzeltreiner, musiziert mit seiner Pfeife, fuchtelt Gaga umeinander, was sie auch nicht ganz begreifen. Freistoß, Doppelpass und Eiwurf, klingt Chinesisch in meinem Ohr, ich weiß halt, wenn alle schreien, war es vermutlich gerade der Tor. Und sind unsere, die uns schießen, dröhnt vor lauter Kickerglück, wie beim 2:0 am Sonntag die ganze Bundesrepublik. Was da abgeht, eh zu fassen. Menschen fallen sich in den Arm und von Friesland bis nach Lindau dröhnt synchron das Siegerlärm. Alle sind jetzt Patrioten, schreien, jucken, dunt wie wild und Politiker, die drucken sich voll Nein ins Fernsehbett. Schwarz-rot-golden, geschmierte Menschen schwenken Fähnen wie ein Kind. Und da frage ich mich bisweilen, ob die noch ganz bacher sind. Da bis ausgeht, ist noch offen, noch ist die Hoffnung nicht zerhackt. Erst wenn sie ins Halbfinale lange, wird auf Halbmast flackt. Und darum läuft's ja, ich sag's ehrlich, wegen dem Meisterschaftspokal hierzulande gar fast zu gefährlich, wenn du sagst, dir sei's egal. Deshalb, lieber Gott, sei gnädig. Weißt ja, was du hast zum Tun. Lass dich das Deutschland bitte gewinnen. Weil den Hanau eh mein.
dass ich verstorben bin. Und gleich im blassen Knochenträger, wenn ich mir euch gesagt habe, ne, schön längst drapiert, für die ewig Ruhe und über mir der Deckel zu entsetzen. Doch noch schlimmer war, dass mein Gehörgang offenbar lebendig war und intakt, sodass mich hat hier das Grause packt, die bei der eigenen Trauerfeier die so verlogene Klageleier in einer Holzkiste drin verbissen durchbringt durch ein Aheermesser. Zum Beispiel meine Jahrgangsschwester. Früher hinterher, mein Gott, am Nächsten stand er jetzt schniefen vor meinem Sarg und das trauert sie ganz arg. Schluckt sie den Taschentuch hinein, wie super drauf ich gewesen sei. Der Chor, in dem ich lang habe gesungen, ist pflichtgemäß von weh durchdrungen. Am lauten stirbt doch ihre Flänner, die wo mir nicht entleiden. Ein Nachbar leist zu anderen sagt, der Tod hat längst schon an mir genagt. Sie sei auf Bachbe und verdutzt, dass mich sie täglich schon früher putzt. Aber so meint sie irgendwie, sei es doch ein bisschen schade um mich. Wie weiß mein früherer Chef von Schwätz, zu Lebzeit hat er mich so geschwätzt. Dabei hat er, ich weiß noch gut, mich auf den Blog bis aufs Blut. Dass auch die Verwandtschaft gram gebeugt über meinen Abgang Trauer zeugt, vor allem mein getreuer Mann, ist klar. So lang bis vorne dran, zynischerweise noch bestens gelaunt, ein Vetter fünften Grades raunt, beziehungsweise halb laut sinniert, was mit meinem Häusle jetzt passiert. Drauf flüstert man, stellt sich das vor, meine alte Tante ihm ins Ohr. Mensch, Buhr, erzählt dem Witwer sein langjährige Geliebte. Das ist Schmutzwill. Jetzt macht's echt Peng und mir wird's in meinem Sarg dringend eng. Bis unter den Beobachtern, die haben sie verzappt jetzt, die Falschbande. Krieg also Platzangst und will raus, macht Hand zu Faust und hol voll aus, dass sie an Decke klopfen kann und guck ins Gesicht rein von meinem Mann, der mich gerade eben mit einem schneller einigen Kuss hat weggehauen. Doch Bremse hat mein Faust halt keine. Mit anderen Worten, die scheure meine. Und schreit das linke Auge noch scharf verklemmt. Schamloser Schuft, du warst ja fremd. Da zuckt mein Gatte hoch nervös. Ja, woher weißt du das? Was? Meine Mutter hat gescheit. Du Depp, das habe ich doch bloß reingekommen. Das ist jetzt aber so blöd gelaufen. Muss ich das Leben auch so ausfassen? Mein Lieber, das wird es mal wissen. Ja, ja, und seid doch jetzt rein der. Zuzogen und gibt ABC-Nackte, was man sagen darf, also was man alles hat und ist und was weiß ich was und sagt dann ganz geschwollen, kennt ihr, bei uns kann sogar der Hund sprechen. Da sagt der andere, ja, ich weiß, der unsere hat es uns erzählt. Thank you.
Anfang Juli. Wer ist da bei euch? Du Uli. Was ist Ende Monat los? Besuchst du dann der Ende los? Letzt August, so, da ging's. Da sind wir allerdings mit dem Wohnmobil auf Tour. Mensch, ist das eine Kugel vor. Es wird euch doch mal gelingen, 14 Leute zusammenzubringen. Mann, was ist denn das, Fänger? Im September kennt's auch gegangen. Da ist abends oft noch warm. Ein Schönheitsbaum. Ich bin schon so freizeitgierig wie du bist, wird's mit uns schwierig. Langsam macht es echt keinen Spaß. Deshalb, Moni, weißt du was? Ob du kannst, ist mir jetzt gleich. Festen wir halt ohne euch. Ja. Treibsitz bunt in deinem Carré. Alles Gute, tschüss. Was? Am 15. August hättest du doch noch Zeit und Lust. Habt's auch gern, man ist dabei. Es geht doch nicht, ne?